Ja, Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, denn wir haben ja ein Produkt, was wir früher öffnen dürfen. Und dieses Produkt, da freue ich mich wirklich schon sehr, sehr lange drauf, denn hier ist einiges drin. Nicht nur neue Karten, nein, auch Karten, die wir bereits kennen. Und vor allen Dingen, wir haben hier drin diesmal keine Würfel, nein, sondern Hüllen, was unglaublich cool ist. Und wir sehen es ja schon, 70 Kartenhüllen pro Box oder mehr. Sehr gut. Wollen wir einfach mal angucken. Wir haben ja einige, wie ihr seht hier. Was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Und wir öffnen das Ganze einfach mal. Wir haben hier ebenfalls einen neuen Support für alte Deckthemen. Darunter auch Witchcraft zum Beispiel. Aber auch die Shizu-Karten sind hier drin. Sieht man quasi auch. Ups, jetzt sieht man es nicht in der Kamera. Hier quasi. Also klar, das ist jetzt eine Karte, aber ne, kennt man ja aus dem Anime. So, erstmal hier machen wir das hübsch. Wir machen das heute ganz hübsch hier. Und. Oh, die glänzen sogar. Sieht man das in der Kamera? Sie glänzen sogar. Sehr, sehr hübsch. Ich nehme einfach so eine raus. Oh, wie hübsch. Verschlossen. Da brauchen wir was zum Öffnen. Natürlich verschlossen. Das ist ja logisch. Die sind so hübsch. So hübsch. Oh, hier steht sogar, was hier drin sein könnte. Es gibt immer ein Hüllenpack von 6 verschiedenen Motiven. Bedeutet also, ja, wir haben hier halt eben verschiedene Motive. Plus 4 Packs mit Ultrakarten. Und 5 Karten pro Pack, heißt Karten haben wir drin. Ja, sehr cool. Es gibt insgesamt 103 verschiedene Karten hier drin. Wie gesagt, darunter halt eben bekannte, aber auch eben neue Karten. Und sieht hübsch aus. Es sieht sehr hübsch aus. Ich muss sagen, auch sehr handlich. Also perfekte Größe eigentlich. Ich frage mich, wie die von innen aussehen, aber wirklich perfekte Größe. Ich meine, wenn das nicht, einfach unterm Weihnachtsbaum. Es ist perfekt. Aber wir wollen jetzt hier nicht weiter drüber reden. Wir wollen das dann natürlich auch machen. Auch wenn das... Oh, gar nicht so leicht ist hier. Den Kleber hier. So, na komm. Also, einfach ist auch was anderes an dieser Stelle. Ja, einfach ist was, ist schwerer als gedacht, ne? So, jetzt haben wir es hier auf der Seite zumindest. So, auf der Seite auch perfekt. So, schwierig hier. Und da sehen wir es auch sehr schön. Also, ich fand es interessant, wie es hier drin aussehen wird, aber ist ja praktisch. Es kann nicht, ist nicht verrutschen. Und erstes Leaves. Erstes Leaves. Schick. Mayakashi müsste das sein, ne? Sehr schön. Sehr gut. Das waren jetzt 70, ne? 70 finde ich eine sehr gute Menge. Man spielt ja meist 40 Karten Main, dann nochmal 15 Karten Side, dann nochmal 15 Karten Extra. Dementsprechend ist 70 perfekte Menge. Problematisch wird es, wenn du mehr als 40 Karten spielst. Aber... Erstes Motiv. Ich hoffe, wir kriegen alle Motive. Und wir haben dann hier ein Booster, zwei Booster, drei Booster, vier Booster. Ey, mir gefällt es so sehr. Ihr glaubt es gar nicht. Also ich glaube, ihr merkt es schon, aber ich habe mich wirklich gefreut auf dieses Set. Sehr gefreut über das Set. Und wir... Oh, nein. Wir öffnen jetzt hier. Und wir sehen... Wir sehen hier erstmal Sky Striker-Karten. Genau, hier sind auch neue Sky Striker-Karten drin. Dementsprechend ist es natürlich umso passender, dass wir auch eben die älteren... Oh, Tactical Talents! Talent der 3 Taktiken. Okay, das ist unerwartet. Ich meine, okay, nehmen wir mit. Schwertsingelkarte und eine Ray. Und, auch nochmal Schwertseelen. Nice, auch hier drin. Ist sogar relativ jung, die Karte, also sehr interessant. Wir können das eigentlich sortieren hier, eher nach Archetypes. Wir haben hier Sky Striker, Schwertseelen und ich glaube gefühlt, danach habe ich ein komplettes Deck. Oh, ich kann es nicht öffnen. Weiter geht's. Oh, was ist denn hier los? Ablooser, wieder, falls Leute sagen, warum freust du dich denn so? Das weiß man doch. Nein, Leute, zum Zeitpunkt dieses Videos weiß ich nicht, welche Karten drin sind. Ich kenne ungefähr so 10 bis 15 Karten, die halt eben drin sein können. Also das weiß ich, dass sie hier drin sein können. Von dem Rest weiß ich es nicht. Und genauso wusste ich auch Ablooser nicht. Apo, die allerechte, ist es. Sehr schön. Alternatives Artwork auch noch. Hübsch. Sehr schön. Und, die neue Witchcraft- bzw. Hexerwerkerin-Karte, die echt gut ist für das Deck-Thema. Ist halt ein Fusionsmonster. Klar, musst du erstmal irgendwie hinkriegen, dass du eben diese Fusionsbedingungen erfüllst. Braucht halt ein Hexenwerker-Monster plus ein Hexermonster. Also, die Bedingung ist eigentlich ziemlich leicht. Aber natürlich muss man das erstmal hinkriegen. Und dann ist sie halt gar nicht schlecht. Also, netter Support. Dann, Therion ist hier drin. Therion? Okay.
Wusste ich auch nicht. Fluch des Vampirs. Wusste ich auch nicht. Und Legendärer Ozean. Das ist sehr interessant. Vor allen Dingen auch sehr interessant. Wir hatten jetzt gerade eine YCS. Dort war die auch im Feature-Match. Ich bin. Pff. Okay, warte. Wir müssen jetzt neu sortieren. Also bisher, jede Karte eigentlich ein Highlight. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Weiter geht's. Wir haben. Ja, die kennen wir auch schon. Oh! Einer der ersten Karten eben von Ishizu. Wie gesagt, sind alles Feen, Erde und haben sehr gute Effekte, muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Haben halt Effekte zum Teil, wenn sie halt vom Deck oder Hand auf den Friedhof gelegt wird, beziehungsweise im Feld oder Friedhof haben Defekte oder auch in der Hand, also immer unterschiedlich. Ja, und die Nightmares sind hier auch drin? Was ist denn hier noch alles drin? Instant Fusion und Sharanui. Okay, Sharanui, war aufgrund der Mayakashi-Karten Hüllen eigentlich ein bisschen zu erwarten. Ich bin überfordert. Ich bin ziemlich überfordert. Ich bin sehr überfordert gerade. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist neu. Also, jede Karte ist eine Highlight-Karte. Ich hab so Lust hier auf dieses Set. So, und auch hier drin. Sehr gut. Schwertseele. Bläuige ebenfalls hier drin. Auch sehr nett. Ja, wie gesagt, Mayakashi ist hier drin. Antimagischer Duft auch? Okay, gab's jetzt ja auch. Und, hallo, bitte scharf stellen. Schwertseele, perfekt. Also, hier, ich sortiere mal hier. Ist gar nicht so einfach. Ich lege mal Mayakashi zu Sharanui. Es tut mir leid, wenn das für den einen oder anderen ein No-Go ist. Aber das mache ich jetzt einfach mal. Ey, bisher. So, erste Box. Ich kriege sie einfach nicht auf, ne? Ist unglaublich gut verpackt, muss man sagen. Ne? So, perfekt. So, geh auf. Oh, jetzt fällt alles auseinander. Neue Hüllen. Oh, ach. Warte mal, das andere waren aber auch Mayakashi-Hüllen, ne? Oder? Doch, das ist doch Mayakashi, oder? Oder ist das Sharanui? Ne, das sind die Sharanuis, ne? Warte. Nee, das sind. Ja, gute Frage jetzt. Egal, das hier ist auf jeden Fall Mayakashi. Das, wenn nicht, da bin ich mir 100% sicher. So, weiter geht's. Weiter. Ey, ich hab so Lust drauf. Ich hab so Bock auf diese Karten. So. Oh, die neue Hexenwerkerin-Karte. Das ist eben die Fusionskarte. Muss natürlich hier drin sein, eben um das Fusionsmonster rufen zu können. Black Luster ist ja auch drin. Nice. Nett. Ich hab keine Ahnung, wohin. Misugi, klar, für Zombie. Und Sky Striker auch hier drin. Und Austausch des Geistes ist ja auch drin. War natürlich klar, denn ich habe was vergessen zu erwähnen. Denn die neuen Karten hier haben meist noch Zusatzeffekte, wenn eben Austausch des Geistes im Friedhof liegt. Also dementsprechend harmoniert das sehr gut. Und deswegen ist natürlich super, dass die Karte hier eben drin ist. So, weiter geht's. Noch eine Sky Striker. Oh! Nein! 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 Ach komm! Also, das ist doch. Permanent! Was für ein Shizuku? Oh, Raubf. Was ist hier alles drin? Raubpflanze ist ja auch drin. Und Therion, wo ich immer noch überwältigt bin, dass ich auch hier Therion drin ist. Also, unglaublich. Oh, auch der Token ist hier drin. Wie cool. Der Token ist auch hier drin. Wie gesagt, neue Karte. Für neue Karte. Anker, wichtig und richtig. Anker ist sehr gut. Dann nochmal Mayakashi und nochmal der Bulle. Es ist so ein schönes Set. Es ist so ein schönes Set. Evely Match? Was? Ey Leute, es tut mir leid, ne? Aber es ist wie Weihnachten. Es ist Weihnachten. Oh, auch. Guter Reprint. Gefällt mir hier. Sehr gut. Ghost Match. Auch sehr gut. Schwertseele, den keiner spielt. Und Mehrzweck. Sehr gut. So, nächste Pack. Ich will mehr öffnen. Ich will mehr. Das ist ja mal unglaublich. So. Ja, nicht ganz. Also, zu öffnen sind die schon nicht einfach, muss man sagen. Sind eben gut verpackt. Aber ist ja auch richtig so. Weil wäre ja schlimm, wenn es leicht geht. Sonst öffnet man das nachher und. Oh! Sky Striker! 10 von 10. 10 von 10. Aber die Hüllen gucken wir uns gleich nochmal alle gemeinsam an. Wir wollen die Packs. Wir wollen mehr Packs.
das ist so ein schönes Feeling. Neues. Neue Hexenwecker. Auch gut. Wo ist. Oh nein, ich habe die neue Karte gar nicht zur Hexenwecker installiert. Dann nochmal Zombie. Mayakashi, auch super. Lichteinsperrender Spiegel in Ultra Rare, sehr hübsch. Also allgemein, ne, euch fällt es vielleicht auf, hier sind Ultra Rares drin. Aber, super schönes Upgrade. Und, Mayakashi auch nochmal. Also Mayakashi wird auch einiges. Das erinnert mich sogar, als wir, als das erste Mal Mayakashi in einem Set war, ich glaube, wir haben wirklich fast das komplette Deck gezogen. Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall Anime, Feeling, weil Obelisk, der zerstört, das passt auf jeden Fall sehr. Überläufer! Okay, Überläufer. Ja, Leute. Oh, zwei Namen ist okay. DDD ist hier drin und Hexenwerker. DDD ist hier auch drin? Ey, was ist denn hier alles drin? Hier ist Predator Plant drin, hier ist DDD drin, hier ist Hexenwerker, hier ist Therion, hier ist Swordsholy, hier ist Skystrike, Mayakashi und diverse andere gute Karten. Hey, was? Das da? Ey, Leute. Es tut mir so leid. Das da! Oh, und einer der guten neuen Karten. Spielen wir neben Tränenklagen. Super gute Karte. Blitzsturm! Ah! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was macht ihr mit mir? Oh, was. Wie gut! Okay, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit das hier. Yata! Es hört nicht auf! Yata Garasu! Sehr schön, von der Verbotsliste zurück und auch erlaubt. Dann zweiten BLS und, oh, das ist auch gut. Sprite freut sich über diesen Reprint, sehr gut. Und, oh, und nicht Fusionsgebiet. Das ist interessant. Ja, warum nicht, ne? Ja, mit, nächstes Pack. Alter, das ist ja, was ist denn hier alles drin? Wir haben schon Impermanence, Appaloosa, Tacticals, Evilly Match, das da, Überläufer. Es ist ja unglaublich, dieses Set. Öffnen, öffnen. Es geht nicht. Doch, so, und wir haben. Oh ja! Sky Striker Gagari. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, Höhlen gucken wir uns gleich nochmal Ruhe an. Ich bin gerade so ein Packfieber. So, weiter geht's. Noch ein Evilly Match. Zweites! Ja! Sehr gut. Vielleicht sehen wir ein Playset. Dann die neue Zündenbock. Auch noch hier drin. Überfordert. Ich bin völlig überfordert. Instant Fusion, die zweite. Shizuku, die zweite auch. Wir haben gleich Skystriker komplett. Wir haben gleich alles komplett. Ich bin völlig. Die neue Skystriker-Karte. Nee, ist doch, ne? Ja, doch. Genau. Genau. Das ist quasi Kaiju-Eben für Skystriker. Neue Support-Karte. Finsterer Zauberruf. Haben wir die finstere. Haben wir die hier drin? Okay. Engage. Engage. Super schöne Karte. Und Ohnmacht. Auch super starke Karte. Ich finde es schön, alles in Ultra-Rare zu haben. Es sieht halt alles hübsch aus. Pendelruf ist hier drin. Was ist denn hier alles? Pendelruf, super. Hexenwerker. Dann für Schwertseele. Instant Fusion, die dritte. Und Sharanui. Solitär. Und nächstes Pack. Oh, wir haben gleich nur noch zwei Boxen. Ich will nicht. Oh, der ist auch hier drin. Na gut, passt natürlich zu den anderen. Oh, nochmal der Token. Und auch Schwertseele. Metallisch reflektierender Schleim. Na gut, passt auch wieder perfekt hier eben von der Thematik rein. Dementsprechend super. Und zweiter antimagischer Duft. Wir haben bald. Hä, wo ist mein anderer antimagischer Duft? Hallo? Hallo? Wo ist er denn? Da. Playset ist gleich da. Weiter geht's. Nächster Box. Komm. Ich glaube, also ich weiß nicht, also man kann ja nichts mehr toppen, oder? Also wir haben ja schon eigentlich so gut wie alles gezogen, oder? Ist da noch mehr? Ist da noch mehr drin? Also ich habe echt Probleme, die aufzukriegen. Also wirklich aufzukriegen. So, jetzt aber. Also, auf jeden Fall was zum Öffnen bereit haben. Weil so einfach sind die echt nicht zu öffnen. So, praktisch. Falsch rum, kann ich dann nicht sehen, was es ist. Und, oh, die Witchcraft. Witchcraft. Na gut, muss ja auch sein. Wäre unfair, wenn wir jetzt hier Mayakashi, Sky Striker haben und kein Witchcraft Hüllen. Dementsprechend passt das natürlich. Sieht hier sehr, sehr hübsch aus. Aber jetzt wollen wir natürlich weitermachen mit den Packs hier. Wir haben nämlich noch 8 Stück.
Wir haben das neue Shizu. Drei Evilly Matches. Es ist super. Ich habe ein Playset jetzt. Sehr gut. Oma. Nein. 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 Das haben sie nicht gemacht. Als ob hier auch noch die Adventure Token Engine drin ist. Und Chaos Hunter. Ich werde bekloppt. Das ist ja... Mir fehlen einfach die Worte. Ich dachte, es kann nicht besser werden. Doch! Es wird immer... Oh, Taya auch sehr gut. Und Zebros. Warte, haben wir schon Zebros gezogen? Wir haben, glaube ich, schon Zebros gezogen, ne? Hallo? Hallo? Warte, wir müssen nochmal... Es ist so viel... Ja, Zebros haben wir schon gezogen. Schade, ich hätte gerne noch einen Phönix. Phönix wäre auch super. Komm. Jetzt... Cyberdrehsystem! Okay. Moje, Mayakashi Rückkehr, Therion und Witchcraft. Ich frage mich gerade, welche Karten von den Therion drin ist. Sind auch die anderen drin, also Field Spell und so weiter. Was haben wir hier? Nochmal Hexenwerker. Interessant. Und Hexenwerker. Passt natürlich. Oh, und jetzt kommen wir zum letzten Pack. Jetzt leider bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es gleich schon fertig ist. Aber. So, hier. Aufmachen. Oh, das war. Muss man vorsichtig sein. So. Na? Es will einfach nicht. Also. Auf jeden Fall sehr gut verpackt. Vielleicht habe ich auch einfach eine schlechte Schere. Wahrscheinlich wird es das sein. Ich habe einfach eine schlechte Schere. Ja, okay, ich hatte eine schlechte Schere. Naja. Was soll's. So. Okay, auf und... Oh, Witchcraft. Wir haben alle Motive gezogen, ne? Sehr schön. Das freut mich. Weil ich hatte schon Angst, dass wir halt irgendwie nicht alle Motive sehen. Wir gucken uns gleich die Hüllen nochmal an. In Ruhe. Und hier jetzt erstmal... Nee, warte, wie viele Motive gibt's? Warte, es gibt... 6. Ja gut, 6. Dann haben wir doch alle, ne? Sehr gut. Noch ein Flederwisch. Sky Striker. Support, finstere Fusion und. Ed Eknista ist hier drin? Okay. Es wird. Mir fehlen die Worte. Ich glaube, wir haben noch nie so die Worte gefehlt. Totally awesome. Oh, ist das awesome! Ist das. Oh! Es geht doch nicht besser, oder? Okay, Gefängnis Eisdrachen. Auch 10 von 10. Der zweite. Oh! Und Heroes Live! Okay, ein Held lebt. Auch drin. Zweite Chaos Hunter. Gefängnis des Eisdrachen. Auch hier drin. Evilly! Das vierte! Es ist ja unglaublich. Das vierte. Taya, Sharanui und nochmal DDD. Aber anscheinend ist hier wirklich nur. Weiß ich nicht. Also ich ziehe keinen anderen DDD, falls ihr. Cyber Drehsystem. Neue Kaiju, Mayakashi. Oh, was ist das? Token von Finsterseelenspielmarke. Wie cool. Das ist ja cool. Das ist ja eine 10 von 10. Und Ghost Match. Nice. Okay. Überfordert, definitiv. So, anhüllen. Wir haben. Wir gehen mal ein bisschen raus hier. Es sieht hier chaotisch aus, ich weiß. Wir haben hier. Alle Hüllen einmal. Ja, komm, Leute, wir müssen eben ein bisschen Platz schaffen. So, ein bisschen Platz. So, wir gucken uns gleich auf jeden Fall die Highlights an. Falsch. Wir gehen nochmal alle Karten durch. Highlights ist einfach alles. So. Oh nein, ich verliere eine Karte. Das ist nicht gut. Ein Bull. Da willst du nicht runterfallen hier. Ja, wir gehen einfach alle Karten durch. Das ist jetzt... Das ist unglaublich. Unglaublich. So, wir haben aber von den neuen Karten, fällt mir auf, gar nicht alle gezogen, was natürlich schade ist. Hätte ich natürlich gerne gezogen. So, wir haben hier diese Hüllen. Die sind unglaublich hübsch. Unglaublich hübsch. Unglaublich hübsch. Also habe ich schon unglaublich gesagt? Also wirklich, oh, wo kommst du denn her? So, wir gehen nochmal hier reinzoomen, dann sehen wir die nochmal hier. Wirklich hübsch. Wir machen das mal thematischer ein bisschen. Hier sind Sky Striker. Hier ist Mayakashi. Und hier ist eben Witchcraft.
super hübsche Hüllen. Und dann Karten. Ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Ich meine, von Gozen Match zu Evilly Match, passt ja, zu Gefängnis, Harpien, Instant Fusion, auch wirklich echt interessant. Yata Gerasu, Blitzsturm, Flederwisch, Überläufer, Gozen Match, ganz Impermanence, Antimagischer Duft, Instant Fusion, Nightmare, Appaloosa, Tacticals, Cyberdrehsystem, Heroes Live, Chaos Hunter. Und wenn die drin ist, dann ist auch safe die anderen Karten drin. Bedeutet, auf komplette Adventure Token Engine wird hier drin sein. Pendelruf, die Witchcraft-Karten mit neuen Support, eben die Tyrians, komplett unerwartet. Schwertseele, auch ein sehr beliebter Archetype, dementsprechend auch super, dass hier wahrscheinlich alles drin ist, weil sogar er drin ist. Also ich vermute dann sogar, dass hier wirklich alles drin ist, was tipptopp ist. Weiter geht's. Sky Striker, wir haben Anker drin, wir haben Engage drin, super gut. Ups, falsch rum. Ray, nicht über Kopf sein. Mayakashi, Zombie haben wir auch ebenfalls. Nicht nur einfach Mayakashi oder so. Nein, wir haben Zombie, wir haben Mizuki und so. Wir haben das Fusionsmonster, was super gut ist. Dann haben wir die neuen Karten nehmen. Die neuen Karten, die Shizu-Karten, die super gut sind natürlich. Einen davon gezogen. Ich hätte gerne noch die zwei anderen gezogen. Haben wir jetzt leider nicht gezogen. Aber gibt es auf jeden Fall. Es gibt noch mehr davon. Und dann noch Finster. Da weiß ich halt nicht, ob jetzt nur die Fusionskarte reprintet wurde oder halt eben auch andere Karten. Und Chaos Hunter nochmal. Und auch legendärer Ozean. Ist echt super. Ich bin hin und weg. Ich bin hellauf begeistert. Ja, Leute. Das war's hier von dem Opening. Vielen Dank nochmal an Konami, dass ich das früh öffnen durfte. Es ist... mir fehlen die Worte. Und da mir die Worte fehlen, rede ich jetzt nicht lange. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.